Herzlich willkommen, hier spricht Andreas Scholz, der Figurmacher, und ihr seht hier mein neues Buch, Endlich schlank mit der neuen Stoffwechseldiät. Ja, was ist neu jetzt an der Stoffwechseldiät? Es gibt ja unzählige Stoffwechseldiäten, und die meisten Stoffwechseldiäten oder Kuren gehen mit einer pauschalisierten Kalorienzufuhr einher. Das bedeutet, die meisten kriegen 500 oder 600 Kalorien und fertig, was manchmal auch funktioniert, nur eventuell auch wieder zu einer Stoffwechseladaption führen kann. Das bedeutet, vielleicht funktioniert danach die Schilddrüse nicht mehr so gut, weil der Körper sich sozusagen, ich sag jetzt mal umgangssprachlich, runtergefahren hat. Ist jetzt nicht ganz korrekt wissenschaftlich, ist eher eine Adaption, aber das haben vielleicht schon viele erlebt, machen so eine Crash-Diät und danach kriegen sie das Gewicht schnell wieder drauf und es geht nicht weiter. Also nie wieder weiter. Und das ist jetzt neu, denn diese Diät bzw. die Ernährung wird berechnet anhand eurer fettfreien Masse, also das, was ihr wirklich verbrennt. Und die ist ja bei jeder Person unterschiedlich. Und deswegen gibt es für jeden eine individuell angepasste Zufuhr an Lebensmitteln oder auch Kalorien, wenn ihr so wollt. Ihr könnt entweder euch messen mit so einer Inbody-Waage, wie ihr mit mir da im Hintergrund seht, oder mit einem Kaliper. Oder wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, in dem Buch sind extra Bilder enthalten, wo ihr euren Körperfettanteil schätzen könnt. Und daraufhin gibt es dann Tabellen, die zeigen, wie viel ihr essen solltet. Du, nicht dein Nachbar, nicht deine Nachbarin, dein Arbeitskollege, sondern du. Weil jeder Mensch ist individuell und deswegen ist die auch individuell und neu. So, wie ist sie aufgebaut? Es geht los mit zwei Starttagen. Das bedeutet zur Darmentleerung, das heißt, damit der Heißhunger runtergeht, damit mal der Körper sich ein bisschen entleert und dass auch mal Wasser, überschüssiges Wasser ausgeleitet wird. Sind zwei Tage, Starttage. Dann geht es los mit der sogenannten Express-Elimination. Das ist die Phase 1. Die Express-Elimination bedeutet, wir eliminieren potenziell nicht so gute Lebensmittel. Das heißt, wir reduzieren die Lebensmittelauswahl, um halt die Leber zu entlasten, um den Darm zu entlasten, damit es euch besser geht. In Phase 2 geht es dann weiter die Rotation. Das heißt, da kommen Lebensmittel dazu, auch Brot. Ja, also wer sagt, dass man Brot nicht abnehmen kann oder mit Kohlenhydraten? Das kommt ja immer auf die Gesamtkalorienzufuhr an. Das heißt, da rotiert ihr die Lebensmittel. Da habe ich einen Plan für euch, dass ihr ein bisschen hin und her macht und seht, dass der Stoffwechsel halt oben bleibt, dass der Darm sich entlastet, dass es keine Nahrungsmittelintoleranzen gibt. Nach 4 Wochen ist es dann abgeschlossen. Dann sind je nach Ausgangsgewicht 3 bis 7 Kilo circa runter. Das kann natürlich variieren. Das kommt darauf an. Das ist jetzt nur eine Zahl. Und dann geht es weiter mit der sogenannten Reverse Diet, damit man keinen Jojo-Effekt bekommt. Reverse Diet bedeutet, wir fahren langsam in Stufen die Kalorien wieder hoch, damit der Körper sich wieder daran gewöhnt, der Körper wieder die Stoffwechsel erhöht und wie weiter erhöht und ihr nicht zu dem sogenannten Jojo-Effekt kommt. Wenn ihr das fertig habt, diese Reverse Diet, dann kommt die personalisierte Ernährung. Das ist also alles in diesem Buch. Hier steht zwar vorne drauf, das 4-Wochen-Programm, aber es sind wirklich 4 Phasen, eigentlich ein nachhaltiges Konzept. Dann schauen wir uns an deine persönliche Ernährung aufgrund deines autonomen Nervensystems. Du musst ein paar Fragen beantworten. Bist du eher ein hibbeliger Typ, bist du ein ruhiger Typ, was auch immer. Und dann kommt ein Ergebnis raus und dann weißt du, wie du aufgrund deines Nervensystems essen sollst. Also ich habe auch dazu gelernt, bei mir geht es mittlerweile um Menschen und nicht um Makros und deswegen muss es individuell sein. Es muss an den Lebensumstand angepasst sein. Ihr könnt es machen mit Bausteinen, das heißt, da sind also Bausteine drin in diesem Buch oder halt Rezepte. Was für euch einfacher ist, das könnt ihr machen. Also Rezepte, Bausteine, Tabelle einfach ablesen, wie viel soll ich essen. So, das ist mein neues Buch, Schlank mit der neuen Stoffwechseldiät. Und da steckt also alles drin, was ich seit 35 Jahren gelernt habe. Ich habe mit 15 angefangen, wisst ihr vielleicht, mich für die Ernährung zu interessieren. Und hier steckt alles drin, beziehungsweise verkürzt drin. Ein Praxisbuch aus Hunderten von Coachings, die ich hier gemacht habe, die ich online gemacht habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das ausprobiert, das Buch natürlich rezensiert und mir ein Feedback gibt, wie hat es funktioniert, was kann man vielleicht besser machen. Das ist immer wichtig. Es geht immer besser, es geht immer praxisgerecht, aber das ist schon ziemlich praxisgerecht. Bis dahin, schöne Zeit, liebe Grüße, euer Andreas Scholz, der Figomacher.